Also die kriegen wir nicht auf, da durchzukommen. Und da ist es auch ziemlich dunstig. Da will ich auch gar nicht rein eigentlich. Verflixt! Aber das wird ihnen auch nichts helfen. Schnell, suchen wir einen anderen Weg. So, neues Licht mal machen. Sie haben uns den Weg hier abgeschnitten. Das heißt, wir haben nur die Wahl, hier lang zu gehen. Ja, das sieht fast aus, als ob wir da irgendwo in der Richtung wieder rauskommen. Wir sind auf jeden Fall auf der anderen Seite. Die sind da drüben. Vielleicht laufen sie jetzt genau in uns rein. Herr Schlüssel. Hey, eine Assassine versucht uns jetzt aufzuhalten. Vorgriff der Final nieder. Na klar. Einfacher Verband und wurft euch hier. Ha. Also ja, wir wissen, wo sie weiter rennen. Nämlich da hinten lang. Gucken wir mal, was es da gibt, wo sie hergekommen sind. Also ja, wäre das hier realer und kein Spiel, da müssten wir wirklich hinter ihnen herheizen. Aber so können wir uns angucken, dass hier einfach das Gitter unten ist und wir nicht weiterkommen. Hey. Da haben wir nicht viele Möglichkeiten, außer hier durchzugehen. Und ja, das mit der einen Tür finde ich doof, weil wir kommen, glaube ich, nicht mehr in die Kanalisation zurück. Also das auch immer da dahinter ist, das wird uns für immer verborgen bleiben. Ja, hier geht's nicht mehr weiter. Das haben sie dicht gemacht. Wir haben jetzt die Wahl zwischen der Wand einschlagen. Ja, Wolfsratte. Wolfsratten. Yeah.
das der richtige? Das sieht fast aus, als ob es der richtige Weg wäre. Nur mit viel mehr Wolfsratten im Petto. Ich mach das schon. So, du kannst jetzt das Messer benutzen. Gute Entscheidung. Amazone voraus. So, das heißt, wir gehen nochmal zurück. Gucken uns den anderen Tunnel an. Wir müssen nur warten, bis das Holz weg ist. Ach, der führt aber auch rum. Okay. Ja, aber die Gittertür ist verschlossen. Candidus. Na, das Schöne ist auch, ein Fulminictus kann Wunden verursachen. Na klar, alle mal hergehört. Ich nehme die Sache in die Hand. Bin schade, die Wolfsratten geben keine Erfahrungspunkte, also Abenteuerpunkte mehr. Wäre ja auch zu schön gewesen. Okay, hier war einfach nur wieder ein Wolfsrattenlager. Ey, Bolzen. Und Heilsalbe. Hier keine Fässer, hier keine Fässer. Hier ist noch ein Fass. Das bin ich. Ja, und dadurch, dass Gladys so langsam schießt, sparen wir auch jede Menge Munition bei ihr. Wobei die Armbrust ja auch weniger für ihre Hauptwaffe ist. Ihre Hauptwaffe ist ihre Magie. Okay, das heißt, hier geht's weiter. Die Wolfsratten haben wir schon alle getötet. Hier trinkt's Wasser ein. So, sorgen wir mal wieder für mehr Licht. Da weiter hinten waren auf jeden Fall noch Wolfsratten. Okay. Lederbänder mal wieder. Ach, hier ist wieder eine Brücke über den Kanal. Ja.
Amazone voraus. So, hey, das fährt locker. Da rostige Nägel und so. Einfacher Verband. Ein paar Heler. Ein Einbeersaft. Gib mal noch einen an Rulana. Ich mach das schon. Folgt mir, Zeri. Astus. Okay. Die Gittertür können wir nicht öffnen. Hier ist noch ein kleiner Vorratsraum. Mit jeder Menge Ulmenholz. Okay. Das heißt, wir können nur hier weiter. Zu der nächsten Wolfsrattenplage. Gute Entscheidung. Da oben streuen noch mehr Wolfsratten rum. Ja, wegen höherer Stufe kriegen wir keine Erfahrungspunkte, aber ich wollte gerade gucken. Ja, Kleidis hat da ordentlich Schaden gemacht bei der Wolfsratte. Also sie macht mit ihrer Armbrust schon nicht wenig Schaden. Ich nehme die Sache in die Hand. Allerdings ist halt das Nachladen so das Problem. Und ja, ich könnte sie auch einfach gegen jede Wolfsratte einen Fulminictus zaubern lassen. Würde Munition sparen. Ja, wir sind jetzt auf der anderen Seite der Gittertüre, die sie hinter uns verschlossen haben. Hier ist auch eine rissige Wand. Die einfach nur auf die andere Seite führt. Hm. Wolfsratten und... Ah! Durch die Gittertür konnten wir einfach nicht. Candidus.
Okay, auch gut.